Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 10. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben gesehen, dass du einen Bund mit uns machen möchtest. Und heute, an diesem Tag, wollen wir diesen Bund erneuern. Und ich bitte, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1 Mose 9 und dort Vers 14. Dort geht es gerade um den Regenbogen. Wenn es nun geschieht, sagt Gott, dass ich Wolken über die Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, damit ich ihn ansehe an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Nicht nur wir schon auf den Regenbogen, sondern Gott auch. Nicht, dass Gott vergesslich wäre, aber er möchte uns deutlich machen: Er nimmt das sehr ernst. Wenn wir den Regenbogen sehen, dürfen wir denken, dass wissen dass Gott auch an uns denkt. Er hat diesen Bund nicht nur mit Einzelnen gemacht, sondern mit allen Lebewesen, um deutlich zu machen, dass er für alle da sein möchte und sich um alle kümmert. Sein Bund ist beständig. Und genauso sicher, wie wir sein können, dass wenn der Sonnenstrahl und die Regentropfen zusammenkommen, es einen Regenbogen gibt, genauso sicher dürfen wir sein, dass Gottes Gnade und seine Gerechtigkeit in unserem Leben wirken wollen. Vers 18. Die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japheth. Und Ham ist der Vater Kanans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Noah wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Weinberg trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Selbst die größten Glaubenshelden, die größten Männer Gottes, haben zum Teil wirklich dumme Dinge getan. Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass Menschen, denen du geistlich aufgeschaut hast, ganz außergewöhnlich dumme Dinge getan haben. Wir sollten uns davon nicht irritieren lassen. Die Bibel zeigt uns immer wieder, dass wir nicht auf Menschen schauen, sondern auf Gott. Und Ham, der Vater Kanans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sam und Japhet das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er: Verflucht sei Kanan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er: Gepriesen sei der Herr der Gott Sams und Kanan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus. Und lass ihn wohnen in den Zelten Sems und Kanan sei sein Knecht. Wenn du siehst, dass andere Menschen schwere Fehler gemacht haben, wenn sie gesündigt haben, erzählst du das anderen oder versuchst du das Problem zu lösen? Versuchst du die Sünde zuzudenken? Lass uns heute sein wie Sam und Japheth und nicht so wie Ham. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang und die ganze Lebenszeit Noah betrug 950 Jahre und er starb. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japheth. Und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Die Söhne Japhets waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesach und Tiras. Die Söhne Gomers aber ashkenas Rifat und Togama. Und die Söhne Javans, Elisha, Tarses, die Ketea und die Dodanida. Von diesen haben sich auf die Gebiete der Heiden verteilt, in ihren Ländern, jeder nach seiner Sprache, in ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe. Die Bibel kennt keinen Rassismus. In der Bibel wird deutlich, dass alle Völker, egal wie unterschiedlich sie sind, sie sind, die alle einen gemeinsamen Ursprung haben, alle von Gott geschaffen, alle von Adam und dann auch alle von Noah und seiner Frau abstammend. Und dies sind die Söhne Hams, Kusch, Misraim, Put und Kanan und die Söhne Kusch, Seba, Habila, Sapta, Rakma, Saptecha und die Söhne Rakma, Sheba und Dedan. Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, da sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel, sowie Erik, Akkad und Kalne im Land Sinea, Von diesem Land zurück er aus nach Assur und baute Ninive, ihr und Kelach, da zu Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist die große Stadt. Gott hatte zwar eine Sinnflut gesandt, er hatte die vielen bösen Menschen ähm, gerichtet, aber die... Bosheit an sich, das Problem der Sünde, war dadurch nicht gelöst. Die Rebellion sprang wieder auf und Nimrod war der Erste in einer Reihe von vielen, vielen Menschen, die mit Gewalt versucht haben, diese Welt zu beherrschen. Misram überzeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter und die Naphtochiter, auch die Patrositer und die Kaslochiter, von denen die Philister ausgegangen sind und die Kaphtoriter. Kanan aber überzeugte Sidon, seinen Erstgeborenen und Heth. Lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wenn wir heute Menschen sehen, zu denen wir vielleicht geistlich aufschauen, die aber einen schweren Fehler machen, wenn wir merken, dass andere ähm, sich versündigt haben, dann lass uns heute so reagieren wie Sam und Javid und nicht so wie Ham. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.